Ja, grüß euch meine Allerbesten und willkommen zurück hier zum Landwirtschaftssimulator 22 auf der nordfriesischen Marsch auf Feld 78, wo ich immer noch das Stroh am Einsammeln bin. Ich bin euer Tribun hier beim DSV. Falls ihr eine Folge verpasst habt, hier oben sollte irgendwo ein i aufgetaucht sein oder jetzt bald auftauchen. Da könnt ihr euch die ganze Playlist reinziehen. Ansonsten schön, dass ihr da seid. An diesem wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen fitter im Kopf als in der letzten Folge. Da war ich noch ein bisschen durch. Hier habe ich jetzt auch 2, 6, 9. 9 Stück habe ich hier rumfahren, die das Stroh einsammeln sollen. So, dich setze ich jetzt gleich mal um. Weil er hat irgendwo... Der hat irgendwo falsch gehockt. So, das ist rechts. Oh, die anderen beiden werden doch schon abfahren können. Ich setze den jetzt einfach mal hier an. Kommt, der nächste kommt ja schon von da hinten. Ne? Dann sammeln die das ein, dann fahren die halt ein bisschen länger leer da rum. Sind sie noch länger hier? Oh, was ist hier los? Was stört mich hier? Was stört mich hier? Ja? Ja? Kannst du jetzt? Kannst du. Aber nur bis hierhin. Ja. Soll ja nur die Kurve schaffen. Wenn man die Kurve gepackt hat, der Rest können wir ja stehen lassen. Der Rest Deko. Ja, wo fährst du hin? Denk dran, da hinten ist noch ein Graben. Hallo? Beziehungsweise hier ist noch eine ganze Straße. Und das wird ja auch noch alles aufgesammelt werden müssen tun, ne? Uff. So, die da, die könnten... Ne, die da könnten nicht. Aber die da könnten... Auf Feld 3 pezen. Feld 3. So. Schicken wir mal los. Ja. Fahr doch erstmal den Kalk ab. Nee, Moment, halt, stopp. Falsches. So. Falsches Menü. So, du dann auch. Irgendwann auf Feld 3. Oh, war halt kein Schritt mehr da drin, ne? Und du... auch. Feld 3. Momentan ich eigentlich nicht schon mal Feld 3 gekalkt. Könnte ich doch eigentlich hier schon so aktivieren, ne? Kurs laden, kalken... Sehe ich gerade auf Kurs 3, auf Feld 3 passen nur 2 Kalker hin. So, erster Wegpunkt rechts, zack, bumm. Na, lasse ich den anderen jetzt einfach mal sich befüllen. Und dann woanders hinfahren. Auf Feld 48 wird nämlich der nächste gebraucht. Da kann er schon mal anfangen. Bäume, danke. Sehe nix. Erster Wegpunkt, Feld 48. Die Mulcher müssten eigentlich fertig sein bis dahin. Kurs laden, da ist nämlich auch nur ein Kalker. Und das passt ja. Das passt ja echt super. Könnten zwei Felder gleichzeitig gekalkt werden. Das wäre echt mega. So, gucken wir uns mal den Spaßkopf hier noch an. Der steht auf erster Wegpunkt. Wir fahren aber ganz schön schnell hier durch die Kurve. Kumpel Schnürschuh. Ich will hier keine Unfälle sehen. So, die zwei sind auch voll. Der pezt jetzt gleich hier mit 50 über das Feld. Also die Hälfte haben wir schon mal, ne? Die Hälfte. Uff. Also, uff.
So. Der braucht. Also, die brauchen noch eine halbe Stunde. Wenn nicht immer dieses. Wir müssen Lehren fahren. Also, bisschen was haben wir noch. Bevor man dann Feld 78 auch noch mulchen, kalken. Dann gehört ja noch Saatgut drauf. Wie viele Traktoren habe ich denn übrig? Ich habe hier drei Stück übrig. Ah ja, stimmt, den habe ich ja getankt. Gut. Ich habe hier drei Stück übrig. Da könnte ich doch mal. Ich habe. Feld 48. Irgendjemand ist bei Feld 48 angekommen. Ah ja, die Mulcher. Oh, die Mulcher sind jetzt erst angekommen. Uff. Die Mulcher sind jetzt erst angekommen. Oh, könnte knapp werden mit dem Kalker. Ich habe doch schon ein Feld fertig, ne? Ich glaube, die 65, die ist doch komplett fin. Die wurde gemulcht, die wurde gepflügt. Die wurde auch schon gekalkt. Ich soll den anders hinstellen, dann lande ich nicht immer im Graben, wenn ich da aussteige. Zack. So, also Feld 65 ist unser Feld der Wahl. Schon mal. So, Weizen haben wir jetzt erstmal zeitlang genug. Was bräuchten wir? Das ist jetzt die Frage, ne? Könnte mir vorstellen, da Sojabohnen drauf zu knallen. Davon haben wir nämlich echt brutal wenig. Um genau zu sein, nichts mehr. Ah, Sojabohnen, komm. Kostet ja nichts. Oh, hier ist ja bald kein Dünger mehr drin. Dingel, Titrakalle, Buchweizen. Ich hätte gern. Senf. Ich weiß nicht, wie viel Senf ich da hinten rauskrieg, ey. Zuckerrüben, Baumwolle, Pappel, Tabak, Zuckerrohr, Weizen, Gerste. Sojabohnen. Da sind sie. Tja. Jetzt brauchen wir erstmal Dünger. Wie viel Mineraldünger haben wir denn? Düngerproduktion. Düngerwerk. Hier haben wir nichts. Ja. Es muss langen. Es muss einfach langen, wenn wir das jetzt hier so lassen. Grünzeug. Und 9000 Liter Sprit. Da wird irgendjemand schon wieder blockiert. Oh. War ja klar. So. Ja, kann ich dich wenigstens bedanken, ne? Hüpf. So, Japone. So, stellen wir den noch richtig ein. Auf Feld. Ist bald 65. Nicht 64. 65. Dankeschön. Brems. Brems noch mehr. Brems ganz viel. Ah, wie schön. Wenn wir mit neuen Traktoren hier rumdüsen. So, die hab ich befüllt, ne, mit Saatgut. Ich weiß nicht, ob ich alle befüllt habe. Ich habe es einmal zum Befüllen geschickt. Naja. 65 passt, aber das da passt noch nicht. Das dürfen wir nicht vergessen. Sind wir schon. Der ist auch noch relativ neu. Ah, die haben alle fast gleich wenig gemacht. Das ist gut. Da wird schon wieder einer blockiert. Ich werde wahnsinnig.
Diesmal ein Fast Track. Oh. Entschuldigung. Woran hattet ihr liegen? Dass es hier so passiert ist? Wenn fest eh gerade rückwärts, dann trifft sich das ja richtig gut. Nicht letzter, nächster. So, gib Gas. Das Entladen werden sollte eigentlich schon fahren. Sehr schön. Uff. Uff. Oh, nur 622 Euro Lohnzahlungen. Das ist gut. Das ist gut. Wo steht er? Da steht er. Hopp. Du fährst auf Feld 65. So. Schon ein Schäden-Traktor, ne? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingstraktormarke ist. Guck mal, der hier ist noch richtig voll. Da können wir jetzt sehen, ne? Bohnen, Hanf, Klee, Mais, Sonnenblumen, Zuckerrüben, Kartoffeln, Raps, Sojabohnen. So. Weizen, Dinkel. Ich könnte einfach mal hier gucken. So. Weizen, Gerste habe ich. Gerste habe ich irgendwo schon. Sorghumhirse brauchen wir noch ein paar Millionen Liter und Raps brauchen wir. Hier. Wo ist denn mein Zettelchen? Ich bräuchte ein Post-it, um direkt vor mich an die Nase zu kleben. So, die nächsten Felder sind Raps und Sorghum. So, Sonnenblumen sieht auch mau aus, aber Sojabohnen, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, ne, das ist alles komplett leer. Aber ich habe ja auch Felder schon angepflanzt mit Raps. Das ist die 71. Ich habe drei Rapsfelder, dann können wir Raps mal durchstreichen, ne? Tschuck. Sorghumhirse geht immer. Wo ist denn Hafer? Sojabohnen. Ja, Sojabohnen sind tatsächlich nirgendwo zu finden. Warum bin ich blind? Hafer, Sonnenblumen. Da ist Sorghumhirse. Also sind wir auch auf drei Feldern. Gut, Sorghumhirse auf drei Feldern ist okay. Dann bräuchten wir Mais, haben wir gesagt, und Sonnenblumen. Mais wächst da oben als einziges, glaube ich. Da oben und da unten. Und da gibt es auch noch. Okay, Mais sieht auch gut aus. Also, Weizen, Gerste. Gerste. Ich habe kein Feld, wo Gerste angepflanzt wird. Gerste. So. Dann Raps haben wir gesagt, haben wir genug. Hafer wollen wir sowieso nicht. Mais ist okay. Sonnenblumen kommen hier zwei Felder. Das eine ist sogar schon fertig, glaube ich. Jupp. Sonnenblumen. Dann Sojabohnen. Wird jetzt angepflanzt. Kartoffeln. Nirgendwo. Gerste. Kartoffel. Zuckerrüben. Habe ich zwei Felder. Okay. Kann das weg. Zuckerrohr brauchen wir jetzt noch nicht. Baumwolle ist hier Feld 15. Sorghumhirse. Okay. Das ist natürlich das Lustige. Viele von denen sind abgeerntet schon. Das ist jetzt natürlich richtig mies.
Moment. Ah, die werden jetzt auch nicht angezeigt. Weil ich sie ja weggemacht habe. Okay, lassen wir es einfach mal. Gehen wir mal weiter hier durch. So, Baumwolle haben wir genug, Trauben, Oliven. Pappel habe ich irgendwo angepflanzt. Ich habe Pappel auf zwei Feldern angepflanzt. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber dann haben wir auf jeden Fall genug Pappeln. So, Ölrettich, Roggen. Roggen. Haben wir. Da, zwei Stück. Dinkel müsste eigentlich da oben passiert sein. Jo. Tritikale. Oh, haben wir auch. Luzerne. Müsste hier die 12 sein. Genau. Möhren. Auf der 7. Moment. Luzerne, Möhren, Zwiebel. Oh, hier. Oh, hier. Und hier sind noch zwei Felder mit Zwiebeln. Okay, Hopfen. Hopfen habe ich nirgendwo. Hopfen. Hopfen. Lavendel kommt dann da oben hin. Weißkohl wollen wir nicht. Leinensamen. Haben wir scheinbar hier oben. Mohn. Okay, hier zwei Stück. Alles klar. Senfkörner sind hier unten. Bohnen wüsste ich jetzt nicht, wofür ich die brauche. Erbsen brauche ich nicht. Linsen brauche ich nicht. Das ist soweit alles okay. Ups. Nö, dann kann ich hier wieder alles aktivieren. Haben wir ja ein paar Felder, also sind ja eh ein paar abgeerntet. Deswegen werde man nicht überall alles sehen. Also beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob ich die dann, ne? Dings. Wenn ich jetzt hier auf Dings gehe, gut, die sind alle, die sind leer. Pflanze ich einfach genau dasselbe fast drauf, wie drauf war. Was ist denn hier für Verkehr? Das ist Chaos. Gucken wir uns mal das da oben an. Ach ja, schau doch mal. Der kalkt einfach zwischen den anderen beiden durch. Jo, was soll's? Was soll passieren? Ist nur noch Stickstoff drauf. Kommt dann als nächstes. Nicht zu viele Fahrer da rein. So, der Ideal ist schon mal idealerweise blockiert. Ach, der hat jetzt die Fahrt gestoppt, gell. Ja. Oh, was für ein Much. Habe ich nicht dran gedacht. Ich habe nämlich, den Weg gegen den Uhrzeigersinn gemacht. Das heißt natürlich, das Rohr ist immer außen. Was jetzt nicht so der Brüller ist. Meistens jedenfalls. So. Lassen wir dich zurück. So, da darf ich jetzt auf Ruf warten. Wo sind wir hier? Nächster Dings. Los. Der ist hier auf 65 angekommen. Auf 65 dürfte eigentlich noch kein Weg gespeichert sein, was das Sehen angeht. Das sehen wir nämlich nicht ein. Aber ich gucke lieber nochmal. 65 habe ich nämlich alles gelöscht gehabt. Alles klar. Was hat die Bedingung gemacht? So, dann drei Fahrzeuge bitte mit einem Vorgewende. Super scharf, aber da normal. Generiere mal Feldkurs. Generiert. So, Kurs speichern. Da drauf. 3. 65. So, super. Du darfst links anfangen gleich direkt auf der Stelle.
Speichern wir das noch so. Sorghumhirse ist eingestellt. Erster Wegpunkt Mitte. Ja, knapp hier, ey. So. Einmal die Mitte. Sorghumhirse. Sojabohnen sind eingestellt. Los geht's. So, dann du noch. Bitte rechts. Erster Wegpunkt. Jetzt laufen die zwei Düngeproduktionen auf volle Kanne, ne? Das ist das, was ich gemeint habe. Die Produktionen kommen nicht hinterher. Ich müsste überall in die Produktion wenigstens einfach nur diesen Tick hier erhöhen. Das ist ja gut, das hier ist ja alles voll, aber er produziert einfach zu wenig. Und ich habe schon zwei Düngedinger-Plantagen. Gut, das war jetzt aber auch dem geschuldet, dass ich hier diese ganzen Gewächshäuser auf einen Schlag gekauft habe. Die waren dann auch relativ schnell, obwohl, nee, der braucht nur Flüssigdünger. Saatgut und Flüssigdünger. Was braucht so viel normalen Dünger? Kompost, Karton, Saatgut. Irgendwo ist der normale Dünger hin. Oder habe ich den schon verbraten, ey? So, Mischration seit dem letzten Mal sind schon 12.000 Liter. Oh, das ist aber auch viel zu wenig. Das ist viel zu langsam. Das ist Much. Das ist echt einfach nur Much, die Produktionen. Hier bei den Fabriken und so, ne? Dann ist es halt eben so, ne? Dann wird halt sehr wenig Hühnersuppe oder so produziert, aber. Kann mir nicht immer alles nachkaufen, ey. Sagte er mit 3,6 Millionen am Konto. Aber es hat schon seinen Grund, warum da 3,6 Millionen am Konto sind. Oh, das ist schon fertig. Können wir uns gleich drum kümmern. Jetzt müssen wir zuerst gucken, dass wir den da vorne wegkriegen. Und es sind ja noch Felder, die abzuernten, die es abzuernten gilt. Auch mit den Glas, irgendwo waren Sonnenblumen oder sowas noch abzuernten. Dann gucken wir mal gerade. Es gibt immer noch sehr viel zu tun. 23, 12, 36, ja, die 3. 12 wird eh nur mit mehr gemacht. So, was ist hier mit der 23? Was wächst hier denn zum Kuckuck? Noch mehr Mohn. Okay, dann gehen die auf die 23. Muss ich den eigentlich nachtanken? Was denn jetzt? Der ist voll. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Alle. Moment. Schade, manchmal klappt es. Oh. Dann eben nicht. Habe ich hier hinten noch. Achso, ja, hier, Dings. O drücken. Habe ich hier hinten noch einen Traktor irgendwo rumstehen? Irgendeinen. Ja, den alten Traktor habe ich noch. Den da. Los geht's. Irgendein Vario blockiert. Achso. Naja. Klassiker halt.
So. Fahr mal die noch schnell abholen. So. Hof. Silo abladen. Das. Also auf diese potenzielle Erntemenge Dingsbums kann man sich auch nicht verlassen. Ui. Ich frage mich gerade, was für ein Anhänger. Ah, da fehlt einer. Ich wollte gerade sagen, hä, stehen alle Anhänger hier, aber der fährt als Abfahrer da rum. Hä? Wer hat dann hier Arbeit beendet? Irgendein Vario. Irgendein Vario hat jetzt Feierabend gemacht. Hat sich gedacht, ne, das ist gut so. Das ist gut, wie es ist. Können wir auch so, ne, hier. Oh. Und schön ist, plupp, kann ich direkt aufs Feld fahren. Haha. Was so schön nahe ist. So. Und leer. Und. So. Und leer. Und. So. Und leer. Halt, stopp. Denkt nicht mal dran, Fremder. Ah, die sind scheinbar mit Feld 3 fertig geworden, da beide. So, was habe ich gesagt? Feld 23. So. Los geht's. Das können wir mal löschen. So, so. Flump. Das können wir löschen. Hier sagen wir Feld 23. Jetzt hier wird blockiert, Arbeit beendet. Alles. Zack. Dann los geht's. So, wer wird hier blockiert und warum? Ach du, es ist im Kopf nicht aus. Was ist denn hier alles kaputt? Das haben sich aber wirklich alle da zusammengebaut, ne? Die Gefahr war mir ja schon bewusst. So. Mach dich mal hier locker. Nächster Wegpunkt, los. Und dich holen wir hier erstmal weg. Du musst jetzt erst einmal warten. So, muss entladen werden, ist okay. Vario ist okay. Vario ist okay. Ideal ist auch okay. So, fahren wir dann zu Feld 23, wenn es genehm ist. Und der andere, wenn der hier am Feld ankommt, werde ich es ja sehen. Dann werde ich ihn weiter zum Feld 23 schicken. Dann hätte man das schon mal erledigt. Dann läuft das ja mal richtig gut hier, vielleicht. Gerade so, sagte er. So, gucken wir mal. Der fährt da. Der fährt. Ich bin nicht am Fahren. Das ist Autodrive. Danke. Tschüss. So, dich fahre ich gerade da hinten auf den auf die Warteposition. Ja, wo ich die anderen auch immer schön aufsammel. Kann ich aber jetzt sagen, dass Feld 48 schon mal gemulcht wurde für meinen Arbeitsplan. Ist ja nicht so, als hätte ich keinen Plan. Ich habe sogar einen Arbeitsplan.
Da ist der jetzt erst. Könnte ich ihm jetzt schon sagen, könnte ich jetzt schon reinspringen und sagen, hör mal, fahr bitte zu Feld 23, wenn du fertig bist. Mach ich jetzt auch. So, du bist dann Feld 23. Hopp. Super. So, der hat Pause, der fährt zu Feld 23. Die sind immer noch am Sammeln. Ach ja, der fährt zu Feld 23. Die haben Pause, Pause, Pause. Puh, keine Ahnung, könnte ich mal wieder losschicken, einen von denen. Um Diesel zu verkaufen? Habe ich Diesel? Habe ich genug Diesel? Also verkaufst du es jetzt und dann in 2-3 Folgen, ich habe keinen Sprit mehr. Aber ich könnte ihn hinschicken, um schon mal 10.000 Liter Diesel zu holen. Um hier unsere Hoftankstelle mal zu befüllen. So, du fährst jetzt nicht an den Kuhstall, du fährst jetzt an die Raffinerie, abholen Diesel. Bitteschön, Dankeschön, auf Wiedersehen. Dann kann man den auch gleich mal tanken. So, die kommen dann erst später zur... Ich warte lieber ab, bis die da fertig sind. So, hier könnte ich mal einen auf Feld 12 schicken. Möchte ich aber gerade nicht. Ich habe eh keine Sammelwegen. Ich habe jetzt auf 2 Feldern habe ich noch schon Sachen liegen, die zu sammeln sind. Uff. So. Der fährt jetzt mal normal. So, nach 1-2 Stunden funktioniert das mit dem Autodrive gar nicht mehr. Dann halten die sich an keine Regeln, dann fahren die überall dagegen, dann spinnen die ein bisschen. So, dich parke ich dann schon mal hier. Obwohl, dich könnte ich mal tanken fahren. Da kann ich auch gleich mal gucken, wie viel Sprit ich da noch im, im Hof, in der Hoftanke habe. So, das kann ja schon mal gelöscht werden. Ach so. Feld 3. Moment. Feld 3 ist schon mal gekalkt. Feld 3 kalken erledigt. Änderung speichern. Feld 48. Mulchen. Erledigt. Änderung speichern. So. Könnte ich eigentlich die ganzen hier an der Tankstelle mal sammeln. So, und halt. So. 10.000 haben wir noch drin. Ja, so 15.000 Liter können... Könnte der andere mal abholen fahren? So, da hinten am Horizont habe ich schon wieder einen gesehen. Hier warten wir ja, haben wir ja gesagt. Der ist noch fröhlich am Sammeln. Könnte ich jetzt vorsetzen. Aber mache ich das nicht. Ich lasse die da jetzt, bevor ich da Humbug mache. Die kommen ja schon früher oder später irgendwo an, wo sie hingehören. So, die sind am Mulchen. Da, da, da. Der fährt gerade Richtung Silo. Der fährt Richtung Silo. Die warten auf Feld 48 oben. Können auch mal ein paar Bäume fällen. Der fährt hier fröhlich durch die Gegend. Ah ja, da ist er ja. Halt, stopp. Dich brauche ich. Dich brauche ich mal, mein Kumpel. Schnürschuhgerede. Der Gerät schläft nie. Der Gerät ist immer wach. So, immer wach halten mich auch eure Likes. Denn wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, Kommentar. Ihr kennt es ja. Abo sowieso und über Unterstützung bin ich auch noch froh. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge tatsächlich schon. Wann auch sonst, ne? Wenn es dann wieder heißt, was ist zu tun? Wo kann ich noch mehr Chaos verbreiten? Im Moment, ne, man sieht's, es ist zwar November, ne, ein bisschen untypische Jahreszeit, um so viel Arbeit zu haben, aber wirklich, das Feld 78, das ist so brutal groß. Man könnte das eigentlich in 2 Felder machen und dann wäre es immer noch groß. Aber
Ich mache jetzt richtig viel Stroh im Moment. Also jetzt ganz abgesehen vom Weizen, ne? 1,8 Millionen Liter Weizen erstmal da auf der Tasche liegen haben. Und bald 10 Millionen Liter Stroh. Ich hoffe, mein Silo ist bald nicht zu voll. Das ist jetzt natürlich. Das ist jetzt natürlich wieder sowas. Da müsste man mal danach schauen. Mache ich jetzt am besten auch. Wird knapp. Der Ideal ist bei Feld 23 angekommen. Das ist ja nett von ihm. So, hier waren wir. Warte, hier. Ah, die müssten eigentlich bald fertig sein, oder? Gehen wir das Risiko ein? Natürlich gehe ich das Risiko ein. Warum auch nicht? Und dann könnte ich nämlich Feld 48. Da muss ich ja nur einmal in der Mitte durchfahren. Wie groß sind da die Chancen, dass sie gegeneinander knallen? Aber ob sie gegeneinander knallen, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.